Hier nochmal die Entwicklungsphasen. Gegeben, in der Softwareentwicklung sind Probleme und man sucht Programme, die diese Probleme lösen. Dabei durchläuft man verschiedene Phasen. In der Analysephase versucht man, das Problem zu präzisieren. In der Entwurfsphase entwickelt man einen Algorithmus. In der Implementierungsphase gibt man den Algorithmus mithilfe einer oder über einer Programmiersprache ein. Und in der Testphase überprüft man, ob das entwickelte Programm auch korrekt ist. Es gibt immer mal wieder Rücksprünge, wenn Fehler auftreten. Und nebenher fällt die Dokumentation an.